Herzlich willkommen, liebe Freeling Family, zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, ich bin gerade von der Arbeit gekommen und der Postbote war da. Wir checken heute etwas aus und wir gehen jetzt sofort skaten. Ich ziehe mich nur kurz um und wir schauen im nächsten Clip, ob ihr schon eine Verbesserung von der Audioqualität hört. Let's go! Passt. So, das neue Mikrofon ist montiert. Ich hoffe, ihr hört einen Unterschied. Den Bommel, den Windschutz, muss ich erstmal weglassen. Der hängt sonst ins Bild rein. Wäre ein bisschen stressig für euch, da muss ich mir was einfallen lassen. Für mich geht das noch in die Bandagen rein. Das ist der FD First wegen den Bänderrissen. Dann sehen wir uns gleich im Park. So, wir sind jetzt im Park angekommen. Ich fahre normalerweise immer die Bones STF 103A. Und ich habe jetzt hier Mini-Logo 101A dabei. Die schrauben wir jetzt mal ans Board. Wir werden die jetzt mal testen. Zum anderen habe ich die Bearings von Telum am Start und dann würde ich sagen, heute eine entspannte Session. Ich bin noch verletzt vom Wochenende. Entspannte Powerslides, ein paar Flip-Tricks und einfach mal ein bisschen Rollen, Manys und dann testen wir die mal. So, die Rollen sind drauf und wir machen jetzt mal einen Test. Einen Besucher haben wir auch hier, den TJ, ist am Start. Sag mal Hallo. Hallo. Ja, wir machen jetzt einfach mal ein paar Tricks und checken die Rollen ab. Kurzes Zwischenfazit. Hey, die rollen echt super. Und ich habe auch schon ein paar Powerslides gemacht. In einer sehr hohen Geschwindigkeit. Und ich muss sagen, noch keine Flatspots. Wahrscheinlich braucht es auch ein bisschen. Aber ich bin zufrieden bis jetzt. Das Einzige, wo mir etwas aufgefallen ist, ist beim 360 Flip, dass es sich schwerer dreht. Also es fühlt sich so an, wie wenn du ein Kilo extra Gewicht an dein Board gemacht hast, aber meine anderen Rollen, die waren auch schon eine Weile oder sind schon gut abgefahren und es wird wahrscheinlich an der ungewohnten Boardschwere liegen, sag ich mal. Aber jetzt bei Slides und Grinds habe ich keinen Unterschied gemerkt, muss ich sagen. Und ja, man muss halt viel weniger pushen, weil man schwebt so ein bisschen über dem Boardstein hier. Das ist ein sehr weicher Asphalt, der ist relativ neu. Ja. Und meine anderen Rollen, die sind halt relativ klein und sehr hart. Also noch viel härter, aber Powerslides funktionieren auf jeden Fall mit denen auch sehr gut. Jetzt würde ich eine kleine Pause machen und dann bin ich am Überlegen, ob ich noch einen neuen Trick üben soll. Ich weiß allerdings noch nicht welchen. Oder einen anderen, schwereren probieren soll und den heute noch stehen, damit ja, die Session einen erfolgreichen Abschluss hat. Den Dreh haben wir ja schon gemacht, keinen verlorenen. Liebe Grüße an Puff. Mal schauen, was wird. Was wird. So, ich habe es mir jetzt überlegt. Und zwar werde ich noch 20 Minuten bis eine halbe Stunde noch ein paar Late-Tricks machen. Ja. Die, wo mich länger verfolgen, die wissen, dass ich gerne Late-Tricks mache. Und ja, in dem Fall teste ich eigentlich am besten die Rollen. Ja, dann würde ich sagen, let's go und viel Spaß beim Zuschauen. Ganz kurze Info zwischendurch. Pausiere mal kurz das Video gleich. Und sage mir, was ich in Zukunft für Content bringen soll. Wollt ihr irgendwelche Tutorials sehen oder wollt ihr irgendwelche Tests sehen, wie ich jetzt hier spontan entschieden habe? Oder auch einfach so Vlogs oder auch Challenges, irgendwelche Tricks, die etwas schwerer sind, die ich dann in der Skate-Session stehen muss. Ich liebe Herausforderungen und bin gespannt dann, was ihr so von mir erwartet. Thank you.
Freunde, jetzt sind wir durch mit der Session. Ich würde sagen, wir haben noch einige Tricks hinbekommen. Mein Fazit zu den Rollen, ja, gewöhnungsbedürftig. Da, also die Rollen sind bei allem gut. Auch beim Grinden, beim Sliden, bei Power Slides. Das einzige Problem, wo ich habe, ist bei Flip-Tricks. Da ist das Flip-Verhalten ein bisschen anders. Da der Schwerpunkt, weil die Rollen halt schwerer sind, ja, das Board allgemein halt schwerer ist. Es ist gewöhnungsbedürftig. Ich, ja, finde es sehr anstrengend. Aber so grundsätzlich sind sehr gute Ersatzrollen und die werde ich jetzt auch noch eine Weile fahren. Ja, eigentlich bin ich begeistert. Also der eine Punkt, dass das Board halt ein bisschen schwerer ist, ist normal. Wenn ich jetzt normale Rollen von Bones STF drauf hätte, 54 mm übrigens, wäre das wahrscheinlich genauso wieder gewöhnungsbedürftig von dem her. Sind sehr geile Rollen, muss ich sagen, für einen schmalen Preis. Und die kann ich auch, ja, guten Gewissens weiterempfehlen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass die Kreativität von den Tricks euch auch gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare Videoideen. Ich bin offen für alles, also ob Tricktipps, ob ihr Challenges sehen wollt oder ob ihr weiterhin Vlogs sehen wollt, wenn wir auch eine Skate-Session haben oder so auch Film beim Streeten. Ja, lasst es mich gerne wissen. Und abonniert gerne den Kanal, kostenlos natürlich. Da werdet ihr mich sehr unterstützen und unser ganzes Team. Freut euch auf weitere Videos. Jetzt werden in Zukunft wöchentlich Videos hochkommen, so gut es geht. Und genau, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.